Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ein langer Prozess geht nun mit diesem Änderungsgesetz zu Ende. Und vor gut zwei Jahren hat ja das Bundesarbeitsministerium im Ausschuss Arbeit für Soziales die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgestellt und uns darüber informiert. Die nun vorliegenden Vorschläge waren überfällig. Die Jobcenter haben sie vor Ort gefordert. Warum? Vor allem, weil die Verfahrensabläufe sehr umfangreich sind, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Widersprüchen und Klagen. Und deswegen ist das, was wir jetzt vorliegen haben, eine gute Nachricht. Und deswegen werden wir sie auch verabschieden. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der mir im Rahmen der Änderungsanträge wichtig ist. Es geht um die bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger. In Bayern haben wir dazu das Modell Projekt Kajak und Tandem mit sehr guten Erfahrungen. Der Kern dieses Ansatzes liegt vor allem in einer Regelung der Zusammenarbeitspflicht der Jobcenter und der Arbeitsagenturen mit den Jugendämtern, den Schulen und weiteren Stellen. Und mit den Ergänzungen haben wir es nun geschafft, dass wir hier einen konkreten Handlungsauftrag für die Jobcenter in diesem Bereich formulieren und hier auch klar adressieren, wer zuständig ist. Das geht zum einen darum, die gesamte Bedarfsgemeinschaft in den Blick zu nehmen, aber auch für diejenigen, die sozial benachteiligt sind und individuell beeinträchtigt, gerade bei jungen Menschen, dass sie hier ihren individuellen Bedarf entsprechend eine abgestimmte und deckende Leistung erfahren. Bayern macht es vor, wie es geht. Wir haben den Praxistest erfolgreich veranstaltet und gestaltet. Und nun muss dies entsprechend auch Wirkung entfalten für alle anderen Bundesländer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das Thema der Sanktionen spielt ja hier im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ja durchaus eine Rolle. Richtig ist, wir halten an Sanktionen fest, auch was die schärferen Sanktionen für unter 25-jährige Leistungsbezieher sind und angeht. Sanktionen sind unverzichtbar für den Grundsatz Fördern und Fordern. Und genau diesen Grundsatz machen wir jetzt beispielsweise auch im Integrationsgesetz. Wir wenden uns ganz klar gegen jede Form der Verwässerung und Aufweichung dieses Grundsatzes, denn das würde letztlich bedeuten, dass wir den erfolgreichen Prozess der Hartz-IV-Reformen hier beschädigen würden. Sanktionsregelungen müssen auch weiterhin robust sein. Aber ich sage auch an dieser Stelle ganz klar, wir waren nie gegen Vereinfachungen im Sanktionsrecht, auch was die Modifikationen am Sanktionsmechanismus angeht, Kosten der Unterkunft als Beispiel genannt. Aber hier war die Diskussion so, dass der eine Teil der Koalition hier vor allem der Aufweichung des Wort geredet hat. Und deswegen kommen wir hier zu keinen Veränderungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, am Ende dieses Verfahrens können wir sagen, wir sind zu guten Beratungen gekommen, gerade was die Fachpolitiker auch angeht. Ich bedanke mich für die gute Unterstützung des Bundesarbeitsministeriums in dieser Hinsicht. Wir sind zu Änderungen gekommen, was auch die Erstattungsregelung bei der Verpflegung von anerkannten Flüchtlingen angeht. Wir haben die Eingliederungsvereinbarung weiterhin so gestaltet, dass die notwendige Flexibilität für eine passgenaue Arbeitsvermittlung erhalten bleibt. Und das zeigt, dass wir hier zu guten Ergebnissen insgesamt gekommen sind. Und ich bedanke mich auch bei der Opposition. Wir hatten ja nicht gerade eine einfache Debatte, was Geschäftsordnungsfragen angegangen und anbelangt hat. Ich glaube aber, dass gerade den Omnibus, den wir jetzt noch angesetzt haben, nämlich das, was wir für die Betriebe machen, die jetzt von den Starkregen- und Hochwasserereignissen, insbesondere in Bayern, massiv betroffen sind, dass wir hier jetzt zu guten Regelungen kommen. Das betrifft insbesondere die Möglichkeit, dass die notwendigen Finanzierungs- und Sanierungsgespräche nun geführt werden müssen, ohne dass hier das Insolvenzrecht im Nacken steht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Koalitionspartners, aber insbesondere der Opposition, dass sie diese Änderungen sofort auch mitgetragen haben. Und das zeigt, dass hier insbesondere die Vorarbeit vom bayerischen Staatsminister der Justiz, unserem Kollegen Prof. Dr. Winfried Bausback, aber auch des Justizministeriums in dem Feld gut war. Ich sage zum Schluss, wir haben am Ende ein gutes Ergebnis. Es bleibt Handlungsbedarf, gerade was die passiven Leistungen angeht.
Wir haben hier insbesondere eine Vielzahl von Schnittstellen, die auch der Zusammenlegung der Leistungssysteme, die wir diskutieren sollten. Das ist etwas, wo wir im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe uns darüber beugen sollten. Eine Aufgabe, die vor allem die nächste Legislaturperiode berühren dürfte. Ich lade Sie ein, in diesem Bereich mitzumachen. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Markus Paschke, SPD.